Willkommen, liebe Freunde, beim Superclásico. Barcelona gegen Real Madrid, in dem Fall aber ein Muster ohne Wert. Ich sage Hallo aus dem Camp Nou an alle in der Community, die Spaß an FIFA haben. Ihr seht es, Real Madrid muss um die Champions League kämpfen und wir können ihnen heute die Suppe versalzen und können Atletico Madrid wieder in die Lotterie schicken um Platz 4. Und das wäre doch überragend geil, wenn Real Madrid die Champions League hier gegen uns verpassen würde. So, ein kleines bisschen habe ich noch gewürfelt, zumindest ob es möglich war, ist jetzt Sergi Roberto. Ich denke mir, heute müssen wir nicht mit absolut voller Kapelle spielen. Ihr werdet auch keinen Lionel Messi vorfinden. Aber hier James Rodriguez, ja, der ist dabei. Mal sehen, ob CR7 wieder fit ist. Da ist er. CR7 ist wieder dabei und Cavani ist dabei. Ich bin mal gespannt in diesem Spiel. Wie gesagt, ich habe meine Trikots auch getauscht, weil auch das große Spiel im Champions-League-Finale wollen wir uns auch mit den echten Trikots dann vorbereiten. Heute habe ich Real Madrid ins Dritte gesteckt und uns ebenfalls ins Dritte. So, hier sind die Line-Ups. Marc-André Ter Stegen natürlich im Tor, das ist ganz klar. Dann seht ihr Alba, Batra, Piqué, Montoya, Roberto, Iniesta, Koke, Suarez, Cuadrado und Neymar. Ich habe Messi herausgelassen, weil wurde ja auch in den Kommentaren mal gefordert, so auf die Art. Dann machen wir es auch. Und Real tritt wohl mit den Besten an, außer Toni Kroos, was sie so zu bieten haben. Ronaldo, Cavani, Rodriguez, Modric, Khedira, Carvajal, Ferran, Ramos und Coentrao. Das sind wohl mit momentan die besten Spieler, die Madrid zu bieten hat. Das heißt also, die nehmen das Spiel ernst, wir nehmen das lockere Stelldichein. Und ich bin mal gespannt, wie wir das Ganze hier gestalten können gegen die Mannschaft aus Madrid. Im Hinspiel haben wir in Bernabeu 1-2 verloren, bin ich der Meinung, oder 1-0 sogar. Das war unsere bis dato einzigste Niederlage in La Liga, hoppala. Und mal sehen, wie gesagt, was wir jetzt eben hier in diesem Spiel so anstellen können. Das ist Cuadrado hier unten, der mit Coentrao, also Coentrao verarscht. Ne? Der kann irgendwo hinwerfen, hat jetzt keinen Bock mehr oder was? Gut, dann bleibe ich jetzt mal stehen. Ne, jetzt hier die, was ist mit dem mit richtig? Na, was ist denn jetzt los hier? Ah, jetzt kann er werfen, das war ein kleiner Bug. Abuk. Oh, der rückt mich jetzt nicht um. Khedira. Coentrao ist das jetzt. Achtung, Cuadrado mal einmal vorbei. Aber ja, ja, der Neuzugang beim FC Chelsea, der zeigt hier, was Masse ist. Aber noch ein Einwurf. Hoffentlich wird das jetzt. Das ist Ressi Rodriguez auf Khedira. Obala, der gibt ja richtig Tempo vor hier. Cavani gegen Sergi Roberto. Roberto bleibt aber Sieger. Also Neymar. Neymar hier unten gegen Carvajal. Hoppala, das war ein bisschen übermotiviert. Ja, und das war Carvajal. Also wie gesagt, ich spiele jetzt hier ein bisschen locker runter. Ganz ehrlich zu sein, es reizt mich heute nicht sonderlich, dieses Spiel hier gegen die. Warum sollte ich das Spiel unbedingt gewinnen wollen? Weil ich will das Champions League Endspiel gewinnen. Und da können die mir richtig die Suppe versalzen. Das wissen die natürlich auch. Suarez, das ist mal ein klares Foulspiel. Lieber Herr Ramos. Das kann er ganz gut, war es überhaupt Ramos. Jetzt gibt es jedenfalls Gelb dafür. Jawohl. Gelbe Karte für Real Madrid nach diesem Foulspiel an Suarez. Das ist Luka Modric gewesen, okay? So, und dann werden wir mit Suarez mal gucken, was aus 29 Metern so drin ist im Füßchen. Gucken wir mal. Oh! Iker hat ihn gehalten. Na gut. So, langer Abschlag von Iker Casillas, aber ins Leere. Kann man mal dahin spielen. Montoya. Cuadrado, gerade noch dazwischen. Das ist Gerard Piqué. Das ist Koke, Atletico-Spieler ehemaliger. Sieht Neymar. Klasse von Neymar. Ja. Ah, schade. Das wäre geil gewesen. Ich hätte auch einfach mal schießen können, aber ich denke gar nicht dran. Der Konter läuft über CR7 und Cavani. Luka Modric. Cuadrado erobert den Ball. Voilà. Sind weit zurückgespielt, egal. Jetzt ist Suarez da. Roberto, ja, der kann nicht tricksen. Oh, Ronaldo da hinten, was macht der denn? Edison Cavani. Koke läuft ihm nach und Koke kann ihn wenigstens stellen, ist schon mal etwas. James. Coentrao. Montoya gegen Ronaldo. Klasse von Gerard Piqué gegen Modric, bin ich der Meinung. So, nur die Ruhe. Piqué, sehr schön. Neuaufbau über Alba da oben. Da kommt Neymar wieder, der brennt natürlich hier auf dieses Duell. Jawohl. Hat der James mal stehen lassen oder Presse? Keine Ahnung. Alaba, Alba, was kommt jetzt auf Alaba? Alaba geht rein. Oh, Koke stand so schön da.
Egal, weiter geht's. Montoya gegen Cavani. Cavani geht vorbei. Montoya hätte vielleicht mal seine Seite zu machen sollen. Ah, das ist doch abseits von Ronaldo. Oder das ist doch abseits. Ja, ja, ich wollte es gerade sagen. Jetzt fang dich mal wieder. CR7, der war lang abseits. Gucken wir aber nochmal. Ja, man dort brandgefährlich mit solchen Bällen. Und da gucken wir. Ja, ja, klares Abseits hier. Zum Glück. Aber habt ihr gesehen, wie der das Ding reingelegt hat danach, ne? Cristiano Ronaldo. Marc Bartra. Iniesta, Bartra, Alba, auf Neymar, ja, ja, Neymar, Roberto, Iniesta hat Pech gegen Varane, schade, Cavani, James, CR7 gegen Neymar, wo sich Neymar eigentlich gut behauptet hat als Defensiv-Zweikämpfer und guckt euch das mal an. Ja, Real hat hier auch noch Glück, aber dann ist der Ball letztendlich dann doch geklärt. Luis Suarez sieht Cuadrado. Ja, Khedira, da kann er lange daherlaufen. Da hat er keine Chance. Das ist Luis Suarez. Das ist Montoya. Das war eine fast gute Aktion. Ah, lange kam ein Tick zu kurz. Roberto jetzt in der Zuccavani. Das ist sehr durchwachsen. Aber gut, ich spiele nicht sonderlich zielstrebig, muss ich zugeben bisher. Soll es nicht arrogant klingen, aber es ist ja einfach mein Problem. Ich spiele gerade nicht sehr zielstrebig. Ich will es schön machen. Okay. Wichtig ist, dass wir keinen kriegen. Und das, Achtung, Montoya wird abgedrängt. Den soll er haben, den hat er. Und Neymar. Es ist gleiches Halbzeit. Neymar, jetzt haben wir den Ball. Neymar ist so ein geiler Typ. Achtung, Chipball auf Cuadrado, den nehme ich direkt. Cuadrado! Das war doch mal ein Türchen zum Einstand in diesem Spiel. Das Kopf-Du steht Kopf für Neymar und Cuadrado. 1:0 für Barcelona. Und natürlich war es Cuadrado. Gucken wir nochmal. Platsch! Iker Casillas auf seine alten Tage dann doch zu langsam. Ramos will wohl keine Karte kassieren. Darauf ein kleines Flensburger hier. 1:0 Barca. Ach, das schmeckt herrlich. So. Also, Edison, Cavani und Ronaldo sind gefordert. Aber die lachen wir nur. Ne? Ist einfach so. Hoppala. Gab's eigentlich in die Fresse fast. So, Vera. Hoppala. Modric. Nicht übermütig werden, das ist auch klar. Das ist Rodriguez erneut gegen Neymar. Und Neymar ist natürlich mega, mega, mega motiviert. Das war gut von Iniesta. Schade, dass es zu Boden geht in dieser Situation. Keiner Fall. Cavani? Ah, da hatten wir schon was. Ja, Cavani, den kann man mal so nehmen, ey. Mein lieber Herr, schönes Ding von Edison Cavani. Lücke geht auf, weil ich die Grätsche falsch ansetze. Und dann ist er direkt mit dem Außenriss da. Scheiß die Wand an, der war knapp. Beste Chance für Real Madrid in diesem Spiel. Überhaupt auch einzigste Chance. Aber es reicht nicht, um auszugleichen. Und Piqué kassiert noch gelb, der arme Kerl. Was hat er denn gemacht? Oder was? So, Koke. Das ist Suarez. Wieder Piqué. Jetzt ist Raum. Naja, es ist Halbzeit hier. Eben gab nur 1:0 Führung für uns. Ja, und es ist verdient, denke ich. Iniesta und Co. machen das sehr gut. Ohne Lionel Messi. Ihr seht es zwar, zwei Schüsse von Real Madrid, aber wir sind da deutlich effektiver. Gut ausgespielt, auf die eine Chance gewartet und das Ding genutzt. Kann man hochzufrieden mit sein, denke ich. So, wollen wir mal sehen, was jetzt hier noch so geht. Koke, Modric. Khedira. Hoppala, Iniesta rennt vorbei. Sergi Roberto noch da zum Abfangen. Edison Cavani. Das ist Ronaldo und das ist Bartra, der zusammen mit Alba klären kann. Wunderbar. Und jetzt der Ball da hoch. Neymar auf Cuadrado, der kommt an. Zucker. Ah, Cuadrado, klasse an da. Wer auch immer da vorbei. Und jetzt kommt gerade Ramos. Der ist immer gut für den Foul. Der macht es aber nicht. Nein. Aber Iniesta kommt noch dran. Iniesta Casillas. Schade. Oh, wenn der Neymar da hingelaufen wäre, dann wäre er drin gewesen. So wurde es dann doch albern. Aber Iniesta mit einem ganz guten Abschluss noch. Und der Sanikar ist da. Ja, jetzt hat Real Madrid langsam Glück. Koke mit dem Eckball. Der kommt gar nicht schlecht. Das ist Martin Montoya, von dem sollte man nicht zu viel erwarten. Hoppalalala, was macht der denn da?
vollkommen verwirrt. Gerard Piquet. Neymar. Koke. Neymar lässt mal wieder einen stehen. Ah, wenn der Quadrado da dran kommt, warum macht er das denn nicht, ey? Sergio Roberto. Alba. Neymar. Oh. Da habe ich vielleicht zu früh gedrückt. Da wollte ich den schön mit dem Hacke zu Hacke eigentlich verarschen. Aber okay, egal. Carvajal kommt. Ei. Aufpassen. Und Neymar gegen Cavani. Neymar gegen Rodriguez. Er ist zumindest immer in der Nähe. Der ist top motiviert. Oh, was ist denn da mit Iniesta passiert? Es ist egal. Bartra kann das klären. 60. Minute. Jetzt ist Zeit für Lionel Messi. Koke hat ein gutes Spiel gemacht. Ich bin Messi mal im Mittelfeld heute. Und wisst ihr was? Zur absoluten Demütigung bringe ich gleich noch Coutan. Das mache ich beim nächsten Wechsel. Jetzt aber noch. Und, oder Sandro und Coutan. Das wäre bitter, oder? Jetzt kommt erstmal Messi im Mittelfeld zum Einsatz. Und Rodriguez geht runter. James Rodriguez wohl gemerkt. Aufpassen. Iniesta für Isco. Kein Toni Kroos bisher. Vielleicht sparen sie den auch auf. Klasse, Neymar. Neymar gegen Khedira, der nimmt ihm auf 3 Metern eigentlich 2 ab, aber ich bin zu sehr in die in den Winkel gegangen. Ich hätte jetzt gerade auslaufen lassen müssen. Rodriguez. Presse wohl gemerkt. Isco, neuer Mann. Cavani. Ronaldo. Und abgefälscht von Piqué. Das war ein bisschen glücklich für uns. So, Eckball kommt. Und Ferran. Ferran nimmt den kurz. Da weiß ich ja gar nicht, was ich machen soll. Also kann man das mal machen. Sergio Roberto mit seinen 20 Lenzen. So, Iniesta. Und wieder der kaputte Neymar. Ja, jetzt habe ich einfach mal tiefenentspannt. Bin ich vorbeigegangen. Suárez will den. Suárez soll den haben. Casillas ist da die Sau. Schade. Ach, war auch abseits. Naja, dann ist ja gut. Also wenn Suárez am Ball ist, oder Agüero, ne, kann ich mir aussuchen. Einer von beiden läuft immer als abseits. Oder er trifft das Tor nicht. Keiner Fall. Das ist CR7. Jetzt gegen Bartra. Und da ist niemand anderes als Marc-André Ter Stegen. Achtung, da oben. Cuadrado ist frei. Jetzt sollte Real aufpassen. Aber der Ballannahme ein bisschen Pech. Genau. Sag ich ja. Aber der ist schon wieder auf. Messi. Cuadrado. Das ist Suárez. Messi hat den Drang, aber hat das Pech, dass er nicht an den Ball kommt. Verán war da. Sehr gut. Alba. Alba, der sieht da oben Montoya. Der ist vollkommen blank. Das ist Suárez. Der war sehr wild. Das ist Messi. Jawohl. Auf Cuadrado. Ah, warum liegt der Ball so weit vor? Siehst du, das hat lustige Portugiese Zugriff drauf. Achtung, Ronaldo gegen Cuadrado. Ui, der hat aber frisch gemacht. Achtung. Auch den Roberto macht er frisch. Jetzt kommt Bartra. Ist das jetzt wieder 7 One-Man-Show? Oh, das war eine schlechte Ballannahme. Nein, hat er Glück. Oh, da spielt er den in den Lauf von Cavani da. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Aber Gerard Piqué ist ja da. Achtung. Dabei wieder von Khedira, aber auch den haben wir abgefangen. So, jetzt Messi. Jetzt hat Messi mal Platz. Oh, Cuadrado und Suárez sind bei ihm. Er hat alle Optionen. Ja, ja. So muss das sein. Zack, Messi einmal. Oh, spiel den da ab, du Arsch. Ramos hat den Braten irgendwie gerochen, ne? Gegen den kleinen Flo. Piqué. So, sobald der Ball aus ist, wechsle ich die beiden Spieler ein. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Suárez, gut gemacht. Neymar. Roberto. Ah, fällt der Cavani. Messi. Ah, jetzt Messi. Oh, geht der nicht ins Tor. Echt schade. So, Sergio Roberto geht runter. Für den kommt Coutan. Und Sandro kommt für Neymar. Das ist ja Weltklasse. So kann man Real Madrid natürlich auch mal demütigen in der Liga. Egal wie das Spiel ausgeht. Von dem her wollen wir nicht mehr. So, Messi mit der folgenden kurzen Ecke auf niemanden. Aber das Alba. Der liegt auf Iniesta ab. Der hat ihn auf dem Starken. Aber nein, der war natürlich zu schlecht. Scheiße. So, Casillas. Ich bin mal gespannt, was Madrid jetzt macht. Okay, Casillas steht den lang ab. Das ist gut für uns, denn da kommt keiner hin. Bartra. Messi. Also Messi aus dem Mittelfeld, da gibt es schlechtere Ideen, ne? Cuadrado, Sandro kommt da gegen 4 einfach mal nicht durch. Madrid biegt einzeln hinten und mauert. Das ist auch schön.
Und das ist hier Kutan. Und das ist Kedira. Scheiße, ey. Überleg mal, der schießt jetzt von da. Und der geht rein. Dann fange ich hier an zu blärren. Hoppala. Cavani. Hoppala. Hallo, Rodriguez. Messi. Und jetzt ist es schon vorbei. Das Camp Nou lacht sich schlapp. Real Madrid verliert gegen Barca auch das Ligaspiel mit 1-0. Und ich denke, wir sind ein bisschen glücklich haben wir ja schon gewonnen, weil wir nicht sehr zielstrebig waren, aber wir haben schon ein bisschen glücklich hier gewonnen, denn wenn der abgefälschte Schuss von CR7 aufs Tor kommt, dann kann es ein bisschen dumm laufen und dann steht es auf einmal 1-1 und das wäre verdient. Und Neymar als Spieler des Spiels, das freut mich für ihn besonders und die anderen, ja Gott, die haben durchschnittlich gespielt, das war doch klar, oder? Ist doch auch vollkommen Rille. Der Clásico ist vorbei mit dem nächsten Sieg für uns und das ist ja bekanntlich das Wichtigste und jetzt kann auch Ramirez wieder spielen, naja, immerhin. Jetzt gehen wir mal gegen Atletico Madrid. Das Spiel machen wir natürlich auch. Das ist wohl klar. Atletico Madrid, die werden wir verunsichern. Das macht ja auch Spaß. Das sind ja Top-Duelle. Und dann können wir den Rest auf jeden Fall erstmal dann simulieren bis zum Champions-League-Endspiel, denke ich mal. Was haben wir denn hier? Dann haben wir Getafe, dann haben wir Deportivo La Coruña. Also zwei Spiele und dann Real Madrid im Champions-League-Endspiel. Das ist ja super geil. Also Atletico gucken wir uns jetzt gleich noch an im nächsten Spiel. Das werden wir spielen. Da gibt es dann die Highlights für euch, Getafe und Deportivo La Coruña. Die beiden Spiele kommen, also die ziehe ich jetzt in einer Folge dann durch. Atletico, Getafe, La Coruña. Ich denke, das La Coruña-Spiel werde ich noch spielen, damit ich so ein bisschen in Rhythmus bin vom Champions-League-Endspiel. Daher gibt es dann auf jeden Fall noch eine Folge mit Getafe und mit Deportivo. Jetzt erstmal noch Atletico Madrid im nächsten Part. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es spitzt sich zu. Natürlich will ich es jetzt ein bisschen auf die Spitze treiben. Da bin ich ja ganz ehrlich vor dem Duell. Und ich hoffe, ihr seid dabei im nächsten Part. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ciao. Und dort rein.